Nachdem wir uns die Einschrittverfahren vorhin so ein bisschen formal angeschaut haben, wollen wir jetzt für ein paar ganz konkrete Beispiele Einschrittverfahren herleiten und die Konsistenzordnung untersuchen. Okay, wir beginnen erstmal mit dem bereits bekannten Eulerschen Polygonzugverfahren. Wir wissen schon, wie diese Verfahrensfunktion da aussieht. Die Vorschrift beim Polygonzugverfahren ist yk plus 1 gleich yk plus h mal f von tk und yk. Das heißt also, unsere Verfahrensfunktion phi ist einfach das tk, phi von tk, yk und h ist einfach definiert als f von tk und yk. Ja, und unser phi ist f von tk und yk. Sie sehen insbesondere, das ist natürlich ein explizites Einschrittverfahren, denn hier kommt nur das yk vor und das tk, nur tk und yk kommen vor. Es kommt nicht das yk plus 1 auf der rechten Seite vor. Das ist eine echte Zuweisung, die hier steht. Und das bedeutet, dass wir hier wirklich ein explizites Verfahren haben. Und wir greifen auch nicht auf yk minus 1, yk minus 2 und so weiter zurück, sondern hier steht nur das yk. Das heißt, es ist auch ein Einschrittverfahren. Okay, gut. Also, dazu wollen wir jetzt die Konsistenzordnung berechnen. Was müssen wir dazu tun? Wir müssen irgendeine Lösung der Differentialgleichung hernehmen, deren Graph ganz in Km liegt. Also sei Y jetzt also eine solche Lösung. Und dann ist der Konsistenzfehler definiert als tau h von t und y von t, also gleich y von t plus h minus y von t durch h minus phi von t, y von t und h. Das wird bei allen unseren Untersuchungen immer der Ausgangspunkt sein. Okay, das setze ich ein. Und was ich mache direkt ist, das y von t plus h, dafür setze ich die Taylor-Reihe ein. Und das wird auch die ganze Zeit über heute die entscheidende Idee sein. Wir nehmen einfach alles und entwickeln es in eine Taylor-Reihe und dann steht hoffentlich genau da, was wir brauchen. Okay, nach Taylor ist das also gleich y von t plus h mal y' von t plus h Quadrat halbe mal y2' von xi an irgendeiner Zwischenstelle zwischen t und h minus y von t geteilt durch h. Und dann setze ich für das phi noch hier vorne unser f von t und y von t ein. Okay, gut, dann haben wir das stehen. Und was haben wir also? Naja, hier steht ein y von t minus y von t, das geht raus. Hier steht ein y' von t mal h durch h, bleibt über ein y' von t wegen der Differentialgleichung. Ja, das y löst die Differentialgleichung, das heißt y' ist f von t und y von t. Und hier bleibt noch über ein h halbe y2' von xi minus f von t und y von t. Das war noch das, was wir da vorne stehen hatten. Okay, das heißt also, Sie sehen, hier steht ein f von t und y von t minus f von t und y von t. Das Ganze geht raus. Das Einzige, was überbleibt, ist dieses h halbe mal y2' von xi. Das heißt, insbesondere können wir für den Betrag sagen, dass der Betrag von tau h von t und y von t ist kleiner gleich h halbe mal der Betrag von y2' von xi. Ja, und in unserem Lemma haben wir gesehen, der Betrag der zweiten Ableitung von einer Lösung der Differentialgleichung, die ganz im Kegel liegt, ist nach oben begrenzt durch eine Konstante. Und das ist kleiner gleich h halbe mal c. Und das ist nichts anderes als ein O von h. Ja? Also es lässt sich nach oben beschränken durch eine Konstante mal h. Das heißt, das ist ein Groß O von h. Nach unserer Definition der Konsistenzordnung ist damit Euler konsistent von der Ordnung 1. Und was haben wir benutzt? Naja, wir haben natürlich schon benutzt, dass hier vorne wir das überhaupt entwickeln konnten. Ja? Warum existiert die zweite Ableitung von y überhaupt? Naja, das ist dann der Fall, wenn f in C1 ist. Auch das haben wir gerade nochmal in dem Lemma benutzt. Okay, das heißt also, wir wissen, das Eulersche Polygonzugverfahren ist konsistent von der Ordnung 1. Okay, gehen wir nochmal hin und was ist jetzt die Strategie? Also, wenn wir ein Verfahren untersuchen wollen, erstmal bestimmen wir das Phi, also wie sieht das Phi aus, haben wir hier vorne gemacht, check, ja. Also das Phi beim Eulerschen Polygonzugverfahren ist einfach nur das F, das ist das Einfachste, was man sich vorstellen kann. Dann schreiben wir tau h hin. Tau h ist der lokale Diskretisierungsfehler und der Konsistenzfehler. Dann gehen wir hin und entwickeln alles mit Taylor. Und
Hoffentlich sehen wir dann, naja, dieser Konsistenzfehler ist klein. Okay, ich habe Sie ganz am Anfang der Vorlesung schon mal gebeten, sich nochmal die Taylor-Entwicklung in mehreren Dimensionen anzuschauen. Heute werden wir die tatsächlich benutzen. Und heute werden wir insbesondere die folgende Formel benutzen, die Sie in der Analysis 2 mal gelernt haben und die Sie auch so im Forster finden. Und zwar sei f eine zweimal stetig differenzierbare Funktion. Dann können wir das f von t plus h1 und y plus h2 entwickeln um den Punkt ty und erhalten, das ist gleich f von ty plus h1 mal die Ableitung von f nach der ersten Variablen, und das schreibe ich immer so, wie das hier vorne steht, an der Stelle t und y, plus das h2 mal die Ableitung von f nach der zweiten Variable an der Stelle t und y, plus ein Groß O von H1 Quadrat plus H1 H2 plus H2 Quadrat. Das ist genau das, was Sie tatsächlich in der Analysis zweimal gelernt haben. Und bitte machen Sie sich klar, dass das tatsächlich so war. Und das werden wir gleich anwenden. Ja? Okay. Gut, ein alternatives Verfahren ist das sogenannte verbesserte Euler-Verfahren. Und vorhin haben wir dir das normale Euler-Verfahren hergeleitet über die Integraldarstellung der Differentialgleichung. Und auch dieses Verfahren wollen wir darüber herleiten. Also unsere Idee ist wie oben schon, dass y von tk plus 1 minus y von tk ist das Integral von tk bis tk plus h über y'. Naja, aber y' erfüllt die Differentialgleichung, ne? Y' ist f, das heißt also, das ist gleich dem Integral von tk bis tk plus h, f von t und y von t dt. Vorhin haben wir als Stützstelle den Punkt tk genommen und dann haben wir das normale Euler-Verfahren bekommen. Eine zweite Idee könnte sein, naja, wir nehmen, das ist vielleicht keine gute Idee, in diesem Intervall einfach den linken Rand zu nehmen, nehmen wir doch mal den Punkt in der Mitte. Und das heißt, wir benutzen die als Stützstelle den Punkt tk plus h halbe. Okay, die Approximation für dieses Integral wäre dann natürlich immer noch h mal der Funktionswert hier vorne in der, an der Stützstelle. Das heißt, es wäre ein h mal f von tk plus h halbe, y von tk plus h halbe. Ja, das sagt uns jetzt die numerische Integration. Das ist dafür eine gute Approximation. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, denn hier taucht plötzlich auf das y von tk plus h halbe. Naja, in unserer Schreibweise mit diesen yks wäre das hier sowas wie ein yk plus 1 halb. Das haben wir nicht. Ja? Wir haben ein Einschrittverfahren, das heißt, wir dürfen nur das yk benutzen und wir müssen uns irgendwie aus dem yk jetzt das yk plus 1 halb basteln. Und da können wir nochmal vielleicht Taylor benutzen. Ja, wir können dieses y von tk plus h halbe ja approximieren durch, wieder approximieren durch seine Taylor-Reihe. Okay, und zwar durch die Taylor-Reihe an der Stelle tk. Okay, dann haben wir hier also ein y von tk plus h halbe mal das y' von tk. Na, und hier setze ich sofort wieder die Differentialgleichung ein. Das ist einfach was wie h halbe mal f von tk und y von tk plus irgendwelche Terme in h Quadrat. Ja, deshalb ist das hier vorne natürlich eine abgeschnittene Taylor-Entwicklung und deshalb steht hier nur approximativ gleich. Okay, gut. Jetzt mache ich dasselbe wie vorhin. Ich ersetze jetzt überall das y von tk durch yk, das y von tk plus 1 durch yk plus 1 und erhalte hier vorne yk plus 1, setze ich als yk plus h mal f von ja, yk plus 1 gleich yk plus h mal die Approximation dieses Integrals hier vorne. Und das ist also ein f von tk plus h halbe yk plus h halbe mal f von tk, yk. Ja, und da habe ich nichts anderes gemacht, als hier immer genau das y von tk durch yk ersetzt und so weiter. Und hier vorne noch das y von tk plus 1 durch yk plus 1 und halt dieses Approximativ gleich durch ein Gleich. Okay, gut. Das heißt also, unsere Formel, wie wir von yk nach yk plus 1 kommen, sieht jetzt viel komplizierter aus. Das ist nämlich yk plus 1 gleich yk plus h mal f und dann dieser komplizierte Ausdruck hier vorne. Erstmal, wie sieht das Phi natürlich in dem Fall aus? Naja, das Phi ist gerade dieser Ausdruck, der hier vorne steht, also diese große Auswertung von f. Und erste Frage wieder, ist das ein
explizites Einschrittverfahren. Erstmal explizit, ist klar, auf der rechten Seite kommt kein YK plus 1 vor, alles super. Ist es ein Einschrittverfahren, dann darf auf der rechten Seite nur das TK und das YK vorkommen. Und tatsächlich, hier ist das TK und hier ist das YK. Das heißt, es ist wirklich ein Einschrittverfahren. Okay, gut. Die Frage ist, wie ist die Konsistenzordnung? Und da fällt uns erstmal eins auf. Naja, also vorhin musste man relativ wenig Aufwand treiben. Um dieses 4 an einer Stelle auszurechnen, musste man das F nur einmal auswerten. Und das ist normalerweise das, was teuer ist bei solchen Verfahren. Also diese Fs auszurechnen, das ist häufig schwierig. Unter Umständen muss man dafür eine Gleichung lösen oder im ganz schlimmen Fall muss man dafür sogar ein Experiment machen. Das heißt also, man möchte diese Auswertungen von F möchte man gerne vermeiden. Und das stellen wir hier erstmal bei diesem Verfahren fest. Naja, also um jetzt so einen Schritt dieses Verfahrens zu machen, also um von YK nach YK plus 1 zu kommen, müssen wir das F tatsächlich hier zweimal auswerten. Nämlich erstmal müssen wir das hier vorne ausrechnen, das F von TK und YK. Und anschließend müssen wir hier vorne nochmal das F an einer anderen Stelle ausrechnen. Das heißt also erstmal pro Schritt ist dieses Verfahren einfach teurer. Und dafür müssen wir jetzt auch was bekommen. Das heißt, es müsste auch wirklich besser sein als das normale Euler-Verfahren, sonst würde sich das Ganze nicht lohnen. Okay, wir setzen wieder genauso an wie vorhin. Das heißt, das ist die Definition des Konsistenzfehlers, ja, genau dasselbe wie vorhin. Dann mache ich eine Entwicklung und tatsächlich, ich hoffe in diesem Fall, dass dass dieses Verfahren konsistent ist von der Ordnung 2. Das heißt, ich setze wieder wie vorhin oben eine Taylor-Entwicklung an, aber diesmal entwickle ich noch einen weiter. Das heißt also, mein y von t plus h ist in dem Fall gleich y von t plus h mal y' von t plus h Quadrat halbe mal y2' von t plus h hoch 3 Sechstel mal die dritte Ableitung von y an einer Stelle xi zwischen t und t plus h minus y von t geteilt durch h. Das ist der linke Term hier vorne. Und da habe ich nichts anderes gemacht, als hier oben das in eine Taylor-Reihe entwickelt und hier vorne ein Restglied eingesetzt. Für das Phi hier vorne, da setze ich jetzt einfach ein. Ja, das Phi von t, y von t und h, das Phi steht hier vorne. Und das heißt, das ist ein f von t plus h halbe, y von t plus h halbe mal f von t und y von t. Das ist einfach nur das hier eingesetzt in diese Formel. Okay. Gut, dann fangen wir mal an, das auszurechnen. Hier vorne steht ein y von t minus y von t, das geht schon mal raus, das ist super. Dann haben wir hier ein y' von t mal h geteilt durch h, das heißt, hier vorne bleibt stehen ein y' von t. H Quadrat halbe y2' von t, das wird zu einem h halbe mal y2' von t. Hier steht ein h hoch 3 Sechstel y3' von xi, naja, geteilt durch h wird das zu einem h Quadrat Sechstel y3' von xi. Ja, das ist der erste Teil hiervon, das ist der erste Term da oben. So, jetzt möchte ich aber auch diesen zweiten Teil hier vorne, Taylor, entwickeln. Und da sehen Sie jetzt das Problem und da sehen Sie auch, warum ich vorhin diese Formel angegeben habe. Das ist jetzt genau, das ist jetzt eine zweidimensionale Funktion und die möchte ich jetzt wieder Taylor entwickeln. Und ich nehme jetzt einfach die Formel von vorhin. Und zwar möchte ich die entwickeln um die Stelle t und y von t. Gut, dann haben wir hier erstmal f von t und y von t. Und gemäß der Formel, die ich vorhin angegeben habe, die ich zitiert habe aus der Analysis 2, kommt hier dazu ein h halbe, das ist nämlich hier vorne diese Differenz, mal die Ableitung von f nach der ersten Variable an der Stelle t und y von t plus diese Länge hier vorne, also h halbe mal f von t und y von t, mal die Ableitung von f an der Stelle y, die Ableitung von f nach y an der Stelle t und y von t. Ja, und alle anderen Terme, die jetzt noch kommen, ja, die haben alle ein h Quadrat, das heißt, ich kann sagen, dass der Rest, der da noch steht, ist ein Groß O von h Quadrat. Okay. Gut, jetzt haben wir vorhin im Beweis des Lemmas benutzt, das y2' von t ist ft plus f mal fy an der Stelle t und y von t. Ja, können Sie nochmal nachgucken, das ist genau das, was vorhin im Lemma stand. Okay, gut, das heißt also, das hier vorne, dieses f ist nichts anderes als y'. Und dieser große Term, der hier vorne steht, wenn ich das h halbe mal raushole,
Da steht hier vorne ein ft plus f mal fy. Ja, super, das ist genau die zweite Ableitung. Das heißt also, hier steht nichts anderes als hier ein y' von t plus h halbe mal y2' von t. Okay, jetzt schauen wir uns an, was da oben stand. Hier vorne steht ein y' von t minus y' von t geht raus. H halbe y2' von t minus h halbe mal y2' von t geht wieder raus. Okay, wunderbar. Und damit sind wir fertig. Ja? Das heißt, das ist ein Groß O von h Quadrat. Und ich sehe jetzt hier gerade, nee, ist alles gut. Alles gut, alles richtig. Und stimmt alles. Das ist ein Groß O von h Quadrat. Das heißt, was haben wir bekommen? Fehlt nur noch die Schlussfolgerung. Unser Tau h, unser Konsistenzfehler, ist ein Groß O von h Quadrat. Und das bedeutet, unser Verfahren ist von zweiter Ordnung oder ist es konsistent von der Ordnung 2. Okay, gut. Also, und das natürlich wieder nur unter der Voraussetzung, dass f in C2 ist. Ja, wieder nach dem Lemma, beziehungsweise hier nach dem Korollar, ist dann unser y dreimal differenzierbar. Und insbesondere sind auch die dritten Ableitungen wieder alle nach oben beschränkt. Das heißt also, es war tatsächlich gerechtfertigt, dass wir hier oben die dritte Ableitung hingeschrieben haben. Als letztes möchte ich Ihnen noch vorstellen das Verfahren von Hoyn. Und auch da wollen wir wieder als Idee über die Integraldarstellung der Differentialgleichung gehen. Das heißt also, wir nehmen wieder y von tk plus 1 minus y von tk ist das Integral von tk bis tk plus h, f von t und y von t dt. Diesmal nehmen wir die Trapezregel zur Approximation dieses Integrals. Das heißt also, wir approximieren das Integral, nehmen die Stützpunkte. Als Stützpunkte nehmen wir das linke und rechte Intervallende. Das heißt, als Stützpunkte nehmen wir tk und tk plus h. Und die Formel lautet einfach, die Trapezregel approximiert dieses Integral also als h halbe mal f von tk und y von tk plus f von tk plus h und y von tk plus h. Okay, ja, können wir so hinschreiben. Jetzt haben wir wieder ein Problem. Denn dieses y von tk plus h, was wir hier vorne stehen haben, das ist ein y von tk plus 1. Das ist also das yk plus 1. Wenn ich das jetzt einfach so in die Formel reinschreiben würde, dann käme da vorne ein yk plus 1 auf der rechten Seite vor. Das heißt, das Ganze wäre ein implizites Verfahren. Und das funktioniert natürlich wieder nicht. Wir wollen ein explizites Verfahren hier jetzt erstmal am Anfang untersuchen. Das heißt, wir machen denselben Trick, den wir vorhin beim verbesserten Euler-Verfahren auch schon mal gemacht haben. Wir ersetzen dieses y von tk plus h, was hier vorne steht, einfach wieder durch die Taylor-Reihe. Und dann erhalten wir hier vorne die Approximation. Das ist y von tk plus h mal y' von tk plus ein Fehlerterm in h². Okay, wenn wir uns das jetzt hier angucken, dann kommt auf der rechten Seite nur noch das y von tk vor. Wunderbar, y von tk. Hier vorne steht ein y' von tk, aber das y' von tk, da kann ich natürlich wieder die Differentialgleichung einsetzen. Das ist ein f von tk und y von tk. Ja, auf der rechten Seite kommt also nur noch das y von tk hier vorne vor. Und wenn ich jetzt wie üblich wieder zu Approximationen übergehe, das heißt also, ich ersetze das y von tk plus 1 durch yk plus 1, y von tk durch yk und so weiter, mache das hier vorne alles. Dann komme ich auf die Vorschrift yk plus 1 gleich yk plus h mal phi von tk, yk und h. Naja, und das ist einfach nur jetzt das hier vorne eingesetzt. Ja, da habe ich für y von tk gerade yk eingesetzt und so weiter. Ich spare mir das jetzt nochmal vorzulesen. Okay, gut. Das Verfahren ist also im Grunde sowas wie eine Trapezregel. Auf jeden Fall ist es motiviert durch die Trapezregel. Und wir wollen wieder den Konsistenzfehler ausrechnen. Okay, Konsistenzfehler. Hier ist die Definition. Und wir machen wieder nichts anderes als einsetzen. Das y von t plus h minus y von t durch h, immer dasselbe, erstmal Taylor entwickeln, eindimensional, alles einfach. G
gibt ein y von t plus h mal y Strich von t plus h Quadrat halbe y2 Strich von t. Und ich vermute, das ist wieder von zweiter Ordnung. Deshalb höre ich hier auf nach diesem Term mit dem h Quadrat und sage, das ist ein plus h hoch 3 Sechstel y3 Strich von xi an irgendeiner Zwischenstelle xi. Und dann natürlich noch das minus y von t, das hatten wir schon da oben, geteilt durch h. Das heißt, das hier vorne ist der erste Term. Dann haben wir hier vorne ein Phi von t und y von t und h. Ja, und was ich machen muss, ist, ich muss einfach jetzt wieder hier oben steht die Definition vom Phi. Ich setze t, y von t und h ein. Und wenn ich das mache, dann komme ich gerade auf das, was hier vorne steht. Ja, also ein minus 1 halb. Die 1 halb stand hier vorne auch schon in dem Phi drin. F von t und y von t plus f von t plus h, y von t plus h mal f von t und y von t. Ja? Einfach nur eingesetzt. Okay, und dann ahnen Sie natürlich schon, was jetzt kommt. Ja? Jetzt wird Taylor entwickelt im zweiten Term hinten. Der erste Term wird erstmal ausgerechnet. Hier steht ein y von t minus y von t, geht wie üblich wieder raus. Hier steht ein h mal y Strich von t, geteilt durch h, gibt ein y Strich von t. Ich schreibe jetzt hier vorne mal direkt das als f von t und y von t. Hier vorne haben wir ein h halbe y2 Strich von t. Ja, da setze ich wieder unsere Formel ein für y2 Strich. Das war nichts anderes als ft plus f mal fy an der Stelle t und y von t. Ja, das kommt aus dem Lemma vorhin. Und dann haben wir hier noch ein plus h Quadrat Sechstel y3 Strich von xi. Das haben wir hier vorne. Ja, und das y von t haben wir schon abgezogen. Das heißt, das hier vorne ist der erste Term, ist dieser erste Bruch hier vorne. Minus 1 halb. So, schauen wir uns jetzt diesen Term genauer an. Hier steht ein f von t und y von t. Das sieht schon gut aus. Da kann ich nichts Taylor entwickeln. Ja, den lasse ich einfach stehen. Dann haben wir hier ein f von t plus h und y von t plus h mal f von t und y von t. Das ist eine zweidimensionale Funktion und die sieht wieder genauso aus wie unsere Formel die wir benutzen können zur Taylor-Entwicklung in zwei Dimensionen. Wie war das nochmal? Wenn ich das jetzt hier entwickeln will an der Stelle t und y von t, bekomme ich insgesamt ein f von t und y von t plus erste Länge, also h, mal die Ableitung von f nach der ersten Variablen, gibt ein ft an der Stelle t und y von t, an der Stelle, an der wir entwickeln, plus zweite Länge, h mal f von t und y von t, mal die Ableitung von f nach der zweiten Variable, gibt fy, wieder an der Stelle, an der wir entwickeln, und das ist t und y von t. Und da fällt mir auf, das ist natürlich hier jetzt nicht richtig. Danach kommen jetzt natürlich die ganzen Restglieder. Die habe ich jetzt hier einfach vergessen. Und sehen Sie mir das nach. Ups. Das ist natürlich noch ein Plus groß O von h Quadrat, was da vorne steht. Ja, da fehlen natürlich die ganzen Restterme, die ganzen Restglieder. Und die haben aber mindestens alle ein h mal h. Das heißt, das ist also alles ein h Quadrat. Okay, und jetzt haben Sie es wahrscheinlich schon gesehen. Ja? Also hier steht ein f von t und y von t. Hier steht ein minus 1 halb mal f von t und y von t. Und hier nochmal ein f von t und y von t. Das heißt also minus f von t und y von t. Und das geht gerade raus. Ja? Dieser erste Term hier vorne geht weg. Dann haben wir hier stehen ein plus h halbe mal ft plus f mal fy. Naja, und wenn Sie das angucken, wenn wir das hier zusammenfassen, hier steht ein 1 halb mal h mal ft plus f mal fy, da steht genau dasselbe. Ja? Also minus, hier natürlich mit einem Minuszeichen. Das heißt, also hier steht ein h halbe ft plus f mal fy, hier steht ein minus 1 halb mal h mal ft plus f mal fy, geht raus. Ja? Das Einzige, was überbleibt, ist dieser Term im h Quadrat Sechstel y3 Strich und insgesamt hier vorne nochmal ein o von h Quadrat. Naja, und wieder mit unserem Korollar vom letzten Mal ist das hier kleiner gleich einer Konstante mal h Quadrat, das hier sowieso auch. Und das heißt, insgesamt ist das, was hier steht, ein groß O von h Quadrat. Okay, unter welcher Voraussetzung ist das natürlich nur richtig, was ich hier gemacht habe? Naja, ich habe hier oben eine dritte Ableitung von y verwendet und nach unserem Korollar brauche ich dafür, dass das f aus c2 ist. Und das heißt, wenn f in c2 ist, dann ist das Verfahren von Hoyne von zweiter Ordnung. Und wie das verbesserte Euler-Verfahren braucht es ebenfalls zwei
Auswertung von F. Das heißt, es ist pro Schritt, den ich mache, tatsächlich teurer als das Euler-Verfahren. Okay, jetzt fragt man sich natürlich, naja, also wenn diese beiden Verfahren teurer sind, warum macht man es dann überhaupt? Dann kann man ja besser Euler nehmen. Naja, auf der einen Seite ist natürlich pro Schritt das teurer geworden. Ich habe mehr Auswertungen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt natürlich ein Verfahren zweiter Ordnung. Und wir werden uns jetzt in einem kleinen praktischen Teil anschauen, ob das denn ausreicht. Ja? Das heißt also, ob ein Verfahren mit zweiter Ordnung, das teurer ist, besser ist als ein Verfahren erster Ordnung, das billiger ist.